Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses hier weit verbreitete und offenbar parteiübergreifende Bedürfnis, irgendwas mit Digitalisierung zu machen, führt doch immer wieder zu kuriosen Ergebnissen, so auch zu diesem Antrag. Ich kann es mir nur so erklären, nachdem es die Piraten quasi nicht mehr gibt, kämpft man jetzt verbissen um ihre Insolvenzmasse. Also kommt heute kurz vor der Sommerpause dieser Antrag von den Grünen. Hintergrund, wir haben es gehört, es kam zu einer größeren Störung im Landesverwaltungsnetz, dem Intranet von Ministerien und Landesbehörden. Und nun kann man mir nicht unterstellen, dass ich diese Landesregierung übermäßig viel lobe, auch und gerade nicht für ihre Auskunftsbereitschaft. Im Gegenteil, ich habe sie für eine unzureichende Antwort beim Verfassungsgericht verklagt und gewonnen. Aber in diesem Fall hier hat die Landesregierung in Person des Ministers Pinkwart und seiner Fachleute wirklich erschöpfend auf alle Fragen der Grünen beantwortet, soweit die Antworten bereits vorlagen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass man das Problem nicht ernst nimmt, etwas verschweigt, dass eine ernsthafte Gefahr bestanden hätte oder dass die damit betrauten Leute nicht fachkundig oder motiviert sind. Nein, wirklich nicht. Und jeder, der irgendwo mit Netzwerken, mit IT oder dergleichen zu tun hat, weiß, dass diese Systeme hochkomplex sind und dass solche Fehler vorkommen, selbst bei IT-Firmen selbst. Also kein Grund zur Panik und vor allem kein Grund für diesen Antrag. Ich glaube nicht, dass irgendeiner der Anwesenden, mich eingeschlossen, über die hinreichende Fachkompetenz verfügt, um unseren IT-Leuten technische Ratschläge zu geben. Sie machen aus dem Landtag den wahrscheinlich überbezahltesten IT-Support der Welt. Dafür ist er nicht gewählt. Dafür ist er auch nicht gut. Das gehört bestenfalls in den Fachausschuss. Und wenn Sie sich so sehr, meine Damen und Herren von den Grünen, um die Sicherheit der öffentlichen IT-Infrastruktur sorgen, dann müssen Sie sich schon die Frage gefallen lassen, warum Sie dann gegen unseren Antrag zur Verbesserung der Sicherheit in Krankenhäusern gestimmt haben. Da sind die Zustände wirklich gruselig. Das Ausstattungsniveau ist schlecht und die Gefahren für Leib und Leben sind real. Das haben wir in Neuss im Krankenhaus gesehen und das hat auch die Expertenanhörung eindrucksvoll bewiesen. Da haben Sie aber abgelehnt. Und wo wir gerade bei sicherer Infrastruktur sind, es gibt natürlich keine größere Gefahr für eine sichere Infrastruktur als Ihre wahnwitzige Energiepolitik, die bizarrerweise von den meisten Altparteien inzwischen kopiert wird. Sie gefährden massiv die Stabilität unseres Stromnetzes. Und warum kommt dazu eigentlich kein Antrag? Wenn irgendwann kein Strom mehr aus der Steckdose kommt, dann hilft Ihnen auch das beste Datennetz nichts mehr, meine Damen und Herren. Also der Antrag ist überflüssig, es ist Wahlkampfkokolores, entbehrlich und wenn wir Ihnen das nochmal im Ausschuss erklären sollen, dann machen wir das natürlich gerne. Ansonsten wünsche ich Ihnen allen einen schönen Urlaub und insbesondere der antragstellenden Fraktion weiterhin viel Erfolg im Wahlkampf. Vielen Dank.